Maria Wegerin, herzlich willkommen hier im Schiffbau, freut mich sehr. Danke. Du bist, wir sagen uns du, wir haben uns da, du bist locker, he, du kommst da rein und sagst, wer du bist. Du bist berühmt worden in letzter Zeit, weil du recht weit gehst in deinem Verhalten, in deinem eigenen Verhalten, in deiner Kritik an der ganzen Covid-Massnahme. Erzähl mal, wer du bist und was du dir da eigentlich alles überlegst mit dem Covid. Wer bist du? Also eben, mein Name ist Maria Wegerin, ich bin Mami von zwei kleinen Buben, 7 und 9, und ich habe ja die Ausbildung als Tierärztin, also Veterinärmedizin, habe ich studiert und dann habe ich mich weitergebildet auf Veterinärpathologie. Ich war 5 Jahre am Tierspital Zürich gewesen, unter dem Professor Ehrensberger. Ich habe dort meine DIS gemacht und dann eben die Zusatzausbildung. Und das ist jetzt so wichtig, weil das, das ist quasi die Basis von deiner Kritik. Ja, es gibt mir natürlich die Sicherheit, dass das, was da erzählt wird, das kann ich ein bisschen differenzierter anschauen, weil ich etwas dazu gelernt habe früher. Ja. Und du bist eigentlich jetzt, und jetzt mache ich da einen Sprung, du bist ja eine sehr vehemente Gegnerin geworden von den Massnahmen, insbesondere auch von der Impfung. Und du bist aber auch in der Politik, du bist in der SVP in Winterthur. Das kommt dann alles noch zusammen im Verlauf von unserem Gespräch. Sag mal, also was hat dich jetzt so zu dieser Haltung geführt, dass du gegen die Impfung bist? Was ist denn schief mit dieser Impfung? Ich finde sie einfach als unnötig. Also unnötig im Sinne von Risikopatienten muss man ja schon schützen. Aber es geht jetzt einfach so weit, dass man anfängt, die Leute ködern mit 50 Franken Gutschein, die man überkommt, wenn man jemanden bringt. Oder? Also, und das ist für mich einfach untragbar. Vor allem, ob man ja Leute impfen, jetzt ist ja auch die Diskussion wegen der Kinder, dass man auch den Impfstoff für die zugelassen wird. Und die Kinder haben jetzt einfach null Risiko an dieser Krankheit zu erkranken oder sogar zu sterben. Also du bist jemand von denen, der da dagegen ist. Aber das sind ja viele, so, das macht dich noch nicht so besonders. Aber dich macht etwas Besonderes und darum bist du nämlich auch da. Genau. Ich habe dir angerufen und dich gefragt, ob du ein Interview geben würdest, weil du auf deinen Job verzichtet hast. Also du bist da jetzt in der Zeitung gekommen, überall, da hat es jetzt halt noch ein bisschen Handnotizen drin. Genau. Oder? Da heisst es, ich verbiege mich nicht für das Stadtratsamt, also du willst den Stadtrat von Winterthur. Und dann ist da noch etwas, die Frau da von der SVP Winterthur kündigt ihren Job, also das ist ein Job im Technorama, das ist eine bekannte Einrichtung in Winterthur. Oder? Du kündigst deinen Job, weil du nicht willst mitmachen bei den Massnahmen. Du könntest dich einfach testen lassen. Was ist denn das Problem? Ja, mich hat es einfach gestört, dass unser Chef die Zertifikatspflicht eingeführt hat. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ich habe gesagt, ich bin weiterhin bereit, einfach mit der Maske zu arbeiten, so wie wir das bis jetzt gemacht haben. Und das war ein No-Go gewesen für ihn. Und dann hat er gesagt, jetzt wird getestet. Sie haben das zwar vor Ort, bieten sie das an. Das wäre noch nett, so dass man nicht jedes Mal irgendwo hinrennen muss. Aber ich habe einfach gesagt, das mache ich nicht mit. Das kann nicht sein, dass ich beweisen muss, dass ich gesund bin, dass ich meinem Job nachgehen kann. Dann habe ich gesagt, gut, dann ziehe ich die Konsequenz und kündige. Aber bist du nicht eine Hardlinerin, dass du einfach überhaupt nicht mitmachst? Ich meine, es ist ja ehrenhaft, dass jemand konsequent bist. Aber du sagst auch da in gewissen Interviews, ich habe am Anfang des Jahres, also 2021, wo das Ganze losgegangen ist mit dem Impfen. Oder? Und der Impfweg ist jetzt halt einfach von den Regierungen, von der versammelten Welt quasi der Weg nach vorne. Das kann man so zur Kenntnis nehmen. Warum auch immer oder ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber das ist der Weg. Und du bist am Anfang des Jahres angestanden und hast gesagt, das mache ich nicht. Aber ja, das Leben geht weiter, oder? Also warum tu dich doch einfach impfen? Nicht impfen. So testen, warum tust du nicht einfach testen? Dann ist das ich finde, das ist ja jetzt etwas, was der Bundesrat bis im Januar die Zertifikatspflicht. Und eben, er hat sie eigentlich nicht explizit für die Arbeitgeber eingeführt, sondern für Fitnessstudio, für Beizen und weiss gut groß alles. Und da habe ich einfach gesagt, da kann ich darauf verzichten, sicher bis im Januar. Und dann sehen wir weiter. Nur ist eben das Problem der Aktivismus, den jetzt gewisse Firmen eingeführt haben, wie auch Swiss, oder? Swiss, die Lufthansa fängt jetzt auch an. Und eben mein Arbeitgeber, der absolut nicht nötig gewesen wäre. Und darum habe ich gefunden, gut, dann kündige ich. Es wird schon wieder ein neues Türchen aufgehen, dass ich einen Job finde. Ich habe übrigens auch schon ein Jobangebot bekommen, aber es wäre 100%. Und das ist jetzt doch ein bisschen viel mit meinen Buben, ja. Und der Politik, oder? Auf die kommen wir dann noch. Also wir sind jetzt bei den Arbeitgebern, oder? Du sagst eigentlich, tun jetzt einige oder immer mehr Arbeitgeber Sachen machen, die gar nicht nötig wären. Also die sogar weitergehen, als was Bern verlangt. Ja. Also ist denn das so? Ich habe jetzt gemeint,
Ja, also man muss jetzt halt einfach irgendwie folgen. Also wo geht es dann jetzt weiter? Also hätte dann das Technorama können sagen, nein, und wir bleiben einfach bei den Masken? Oder was wäre ja, denn der Ausweg gewesen? Ja, das hätte es können. Und der Grund war dann so ein bisschen, wo der Chef kommuniziert hat, er wähle halt, dass dann Gäste, die sind dann ohne Maske dort und wir Angestellten, die tragen nach wie vor eine Maske. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die, die das Zertifikat haben, die könnten ja von dem Gebrauch machen, das wäre für mich okay, aber die das eben nicht haben und nicht testen wollen, könnten doch weiterhin mit Masken. Weil es gibt nach wie vor, es hat immer noch Leute, die trotz Impfung eine Maske haben, weil sie einfach immer noch Angst haben, oder? Also wären mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, die paar wenigen, die da noch mit Maske kommen. Das heisst also, du bist nicht einmal dagegen, dass dann du quasi besonders gekennzeichnet wärst mit den Masken als Nicht-Geimpfte oder als Impfverweigerin oder was auch immer. Das wäre eigentlich nur egal, mit dem könntest du leben. Das hätte ich voll auf mich genommen, ja. Das, obwohl, ich meine, über Masken kann man sich auch streiten, wie nützlich die ist, ja. Aber das hätte ich auf mich genommen, ja. Dein Widerstand geht jetzt so weit, dass du in deinem Wahlkampf eigentlich recht behindert bist, oder? Du bist also von der SVP, du bist in die Partei gekommen über ein Mandat in der Schulpflege, hast du mir vorher erzählt, oder? Nachher bist du Präsidentin geworden von der kantonalen SVP, also nicht von der Jüngeren. Also von der Stadt Winterthur. Von der Stadt Winterthur, ja, sorry, kantonal ist dann, das ist die nächste Karrierestufe, die Rakete zündest dann noch, je nachdem. Also gut, aber von der städtischen, alles gut. Okay, also meine in ihr Amt einmal mehr am Tag gelegt. Also aber von der städtischen in Winterthur, ja. Immerhin, zwei grösste Stadt und so, und in der ja. Schweiz Nummer 7 oder ungefähr. 6. Also grosse Stadt. Genau. Obwohl wir Zürcher ja, anyway. Und dann bist du also in der SVP und dann hast du den Weg gemacht und jetzt willst du in den Stadtrat rein. Von 7 Leuten, ja, oder? Ja, richtig. Okay, und jetzt kannst du teilnehmen an diesen Wahlveranstaltungen. Wie geht denn das? Ja, das ist so nicht richtig. Ich meine, die grossen Podien, die sind dann im Januar. Und bis im Januar kann auch viel passieren. Und was ja vorher ganz wichtig ist, das Referendum, wo wir darüber abstimmen, am 28. November zum Covid-Gesetz. Und dort lege ich einfach wirklich allen nach, gehen ein Nein in die Urne werfen, weil das beendet unsere freie Schweiz, oder? Dann kann der Bundesrat weiterhin über uns bestimmen, was wir alles müssen, damit wir unsere Grundrechte zurückbekommen. Und das geht einfach nicht. Das geht wirklich einfach nicht. Jetzt hast du da richtig das erste Mal Platten aufgelegt von der Politikerin. Ja, also bis jetzt war der Mensch, gewesen, Mutter von zwei Söhnen, oder? Hast du gesagt, 7 und 9 und so. Ja. Hast du noch ein bisschen erzählt im Vorgespräch von privaten Sachen. Es ist alles ein bisschen verändert, seit es den Covid gibt. Aber das hat nicht direkt mit dem Covid zu tun. Indirekt, oder? Ja, Ehe, ja. Wo auseinandergegangen ist. Du bist noch in der Freikirche über deinen Mann. Da bist du jetzt auch nicht mehr dabei. Ja. Aber mich nimmt ja eigentlich das Wunder, was du jetzt gesagt hast, jetzt hast du die Platten aufgelegt. So, ja, Freiheit wird beendet. Come on, Freiheit wird beendet. Das glaubst du selber nicht. Was wird da wirklich beendet? Ja doch, also jetzt hat man ja das Zertifikat. Und das Zertifikat hat ja ein Ablaufdatum. Also die im Februar schon geimpft worden sind, die müssen im nächsten Februar sich schon wieder impfen. Also das kann der Bundesrat beliebig weiterführen mit dem. Er muss ja nur die, wie sagt man, die spezielle Lage ausrufen. Ist das richtig? Und dann kann er die Massnahmen als gegeben verlangen, oder? Dass man geht impfen oder eben dann das die Tests. Und dann kommt man das Zertifikat über und sonst kann man nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Also sagst du, bei einem Ja zu dem, in dem Referendum, also einem Ja zu den weiteren Covid-Massnahmen der Regierung, tun wir eigentlich der Regierung die Erlaubnis ausstellen, einfach jährlich wiederkehrend, in welchem Rhythmus auch immer, uns eine Impfung zu versetzen, oder? Auf das läuft es raus. Ja, ich hoffe sehr, dass es natürlich nicht auf das rausläuft, aber es sieht alles danach aus. Und die Tests sind ja jetzt dann ab dem 11. Oktober sind sie ja nicht mehr gratis, oder? Ich meine, nur schon das zeigt doch, dass das gar keine gefährliche Krankheit ist. Weil wenn das wirklich eine gefährliche Krankheit wäre, dann hätte man doch die Tests nicht plötzlich als kostenpflichtig den Leuten verrechnen. Also, das ist so eine Absurdität, so eine Logik, die bei mir einfach nicht stimmt. Das ist ein guter Punkt, haben wir gar nicht überlegt. Also, wenn eine Regierung zum Schluss kommt, dass etwas sehr gefährlich ist, dann stellt man es einfach zur Verfügung. Ja, oder? Ja. Dann hat man das Ziel, die Seuche in den Griff zu bekommen. Dann kann man nicht verlangen, dass man dafür zahlt. Und jetzt plötzlich muss man für die Tests zahlen. Also, ein weiteres Element. Okay, das können wir auch noch reden. Aber mich nimmt gleich noch ein Wunder. Ich meine, okay, jetzt gibt es vielleicht ein Jahr im November. Es ist die zweite Abstimmung. Viele Leute haben es auch langsam satt, überhaupt über das Covid nachzudenken. Stimmt einfach ja, oder? Ja, und dann, also wo ist jetzt genau deine und meine Freiheit beschnitten? Gut, also jetzt kann man sagen, wenn wir weiterhin uns sträuben, oder du dich weiterhin dagegen sträubst, zu impft zu werden, ja, dann hast du halt weniger Möglichkeiten. Aber so ist das Leben, oder? Also,
die meisten impfen sich. Also, das ist nicht ist es wirklich so, dass die meisten sich impfen? Also eben, gut, da hört man ja auch verschiedene Sachen, oder? Aber jetzt mit dem Zertifikat, jetzt impfen sich ja ganz viele, die gar nicht wollen, oder? Oder eben, wie wir vorhin diskutiert haben mit dem Arbeitgeber bei der Swiss, da hat es jetzt Leute, gute Freunde von mir, die einfach vor der Wahl stehen, entweder impfe ich mich oder ich verliere meinen Job, meine Lebensgrundlage, oder? Und das ist einfach eine Erpressung von oben runter und das geht nicht. In einer freien Schweiz geht das einfach nicht. Also du plädierst eigentlich dafür, jeder soll sich impfen, wenn er will. Absolut. Aber die anderen, die nicht wollen, die sollen in Ruhe gelassen werden. Genau, das ist so. Kannst du nicht das als Beitrag an die Solidarität und an die Lösung des Problems Covid sehen? Dass man halt einfach sagt, komm, okay, ich finde es zwar völlig falsch, ich sehe es nicht als nötig, ich bin gesund und so, aber jetzt haben wir uns entschieden, gehen wir halt den Weg. Ja, das mit dieser Solidarität. Ich behaupte halt, dass die Impfung genau der schützt, der geimpft ist und auch nicht mehr. Und dass man da immer von Solidarität redet. Also wenn du die Leute fragst, ja, warum gehst du dich jetzt impfen, hat mir noch nie jemand gesagt, aus Solidarität, sondern ich will wieder reisen, ich will ins Restaurant, ich will das und das. Ich habe noch nie gehört wegen Solidarität, oder? Also das ist ein bisschen Augenwischerei, finde ich. Und dann kommt noch dazu, was ich auch schon lange wirklich bemängle, ist, dass man nie geschaut hat, wie die Immunität in der Bevölkerung ist. Also jemand, der sich impfen lässt, müsste eigentlich vorher die Möglichkeit haben, den Antikörpertitel in seinem Blut zu bestimmen, um zu schauen, ob ich schon eventuell eine Immunität habe. Und wenn das der Fall wäre, warum muss er sich dann impfen lassen? Ich habe einen Freund, der hat sich den Bluttest gemacht, die Antikörper testen lassen in seinem Blut. Und er hat den Titer gegen zwei Proteine von dem Virus. Also er ist geschützt. Er hat immun, er hat Abwehrkräfte. Genau, er ist geschützt. Er ist eigentlich der Einzige, der schwarz auf, also der Einzige, es wird noch andere Leute geben, die das gemacht haben, aber er hat das schwarz auf weiß, dass er schützende Antikörper im Blut hat, oder? Er kommt kein Zertifikat über und das ist das, was ich eine Katastrophe finde, oder? Also eigentlich der Bestgeschützte, genau. Muss sich impfen lassen. Gut, ja. Okay. Also, jetzt reden wir über die Impfung. Weil, du bist Veterinär. Kennerin, oder wie sagen wir denn? Veterinärin? Was ist dein Berufsausdruck? Ja, studiert habe ich Veterinärmedizin und dann habe ich mich spezialisiert auf Veterinärpathologie. Also das ist eben die Lehre des Kranken. Und dann habe ich zuerst... Sterbenskranken? Ja, Tieres? Also, genau. Und die Impfung kommt ja von Tier her, oder? Also von der Veterinärmedizin? Genau, der Name kommt, Vakzination kommt von dem Wort Kuh. Das hat man mit der Bockenimpfung, ist das von dort kommt. Wann ist das gewesen? Die Bockenimpfung geht recht weit zurück. Da haben sie glaube schon im alten Ägypten mit. Also ich will nichts Falsches erzählen, aber hat man schon so versucht. Aber sicher, also dann in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte, haben wir da 100 Jahre oder mehr Erfahrung. Ja, ich glaube, das Wort Vakzine kommt irgendwie vom spanischen Vacuna. Ich habe einen Spanien bezogen. Ja, genau. Heißt die Kuh. Also genau, gut. Und du hast hier auf Insel Paradeplatz, genau. Hast du Anfang von diesem Jahr etwas geschrieben, Ungeklärtes zur Covid-19-Impfung. Trotz offenen Fragen zur Wirksamkeit der neuen Technologie erhalten viele vorwiegend gesunde Menschen den Impfstoff. Trotz offenen Fragen zur Wirksamkeit. Ja, was meinst du mit dem? Also du bist eben ein bisschen Spezialistin mit deinem Studium, mit deinem Beruf, wo du Teilzeit ausgeübt hast, vielleicht auch in Zukunft wieder wirst ausüben. Was ist denn da genau das Problem mit dieser Impfung aus wissenschaftlicher Sicht? Also was mich wirklich stört, ist die Tatsache, dass unsere Körperzellen, der Bauplan, den man ja spritzt, die mRNA, die müssen sie aufnehmen und dann stellen unsere Körperzellen das Protein her, wo sonst ja nur ein Virus würde in unsere Zellen, einen intakten Virus einbringen, oder? Also wir stellen nachher ein Oberflächenprotein her und ich habe bis heute nicht herausgefunden, was schlussendlich mit dem Protein passiert. Also wird es dann nur an der Oberfläche von dieser Körperzellen exprimiert, also... Was heisst exprimieren? Am Immunsystem quasi zeigen, oder? Das ist dann auf dieser Oberfläche von dieser Körperzellen. Und das erkennt unser Immunsystem als fremd und dann fängt es an, die Körperzellen zu bekämpfen. Also dort macht dann eigentlich die mRNA-Impfung letztendlich das Gleiche oder bewirkt das Gleiche wie eine klassische, nämlich es löst eine Reaktion aus. Richtig. Von unserem eigenen Abwehrsystem. Genau, das ist ja die Hoffnung, oder? Dass eben die Lymphozyten aktiviert werden, die nachher die Antikörper produzieren. Von dort her ist es nachher schon der gleiche Mechanismus. Aber am Anfang, der Auslöser ist ein anderer. Ja, genau. Das Provozieren ist etwas anderes. Eben, weil dort geht es dann eigentlich eben zuerst in die Zellen hinein und mit dem Bauplan. Genau, und unsere Zellen stellen dann das Protein her, oder? Und gegen das Protein wird dann die Abwehrkraft mobilisiert. Richtig. Okay, gut. Und sonst wird etwas direkt gespritzt, also ein abgestorbenes Virus. Genau, bei den Grippeimpfstoffen ist es so, dass man entweder ein toter Virus oder ein abgeschwächter Virus injiziert und nachher kann das Immunsystem den ganzen Virus erkennen und da
dann muss nicht zuerst in die Zellen aufgenommen werden, oder? Das ist das, genau, das ist eigentlich ein einfaches Verfahren, so direkter. Richtig. Und da ist über den Umweg mit dem Bauplan, okay, ja, und jetzt? Aber jetzt haben wir den Bauplan, also ja, die mRNA gibt es jetzt auch schon länger, also was ist jetzt genau das Problem? Ja, aber die hat man ja, also im Zusammenhang mit Impfstoffen hat man die ja noch nie eingesetzt, die mRNA-Technologie. Die gibt's, das stimmt, die gibt es schon länger, aber die hat man vor allem in der Krebstherapie eingesetzt. Und dort, muss ich ehrlich sagen, würde ich das wahrscheinlich auch über mich ergehen lassen. Wenn das meine einzige Hoffnung ist, noch irgendwie auf Heilung oder zumindest das Leben verlängern, dann würde ich wahrscheinlich mir auch überlegen, ob ich mir das injizieren soll. Aber als gesunder Mensch, und das ist ja das, wo ich auch angegriffen worden bin nach dem Bericht, ja, ist ja logisch, dass man gesunde Menschen impft, oder? Also, ja, das ist ja eigentlich die Idee vom Impfen, das ist, oder? Genau, ja. Das ist die Idee. Ja. Nur das Problem ist auch, man tut ja auch alte Leute und auch kranke Leute impfen, wo dann das Immunsystem sowieso schon geschwächt ist. Und dann tut man zusätzlich das Immunsystem noch belasten mit einem Impfstoff. Dort habe ich auch so ein bisschen meine Fragezeichen, wie gut das, das ist. Dann würdest du nicht einmal die Alten und die Gebrechlichen impfen, dann ja, das ist aber, das, ja, aber das ist ja dann wirklich, wirklich eine Risikoabwägung, oder? Wenn der Impfstoff wirklich verspricht, was er haltet, umgekehrt doch verspricht, haltet, was er verspricht, und der Schutz auslöst, dann ist es ja schon gut. Aber die alten Leute sind ja schon, per se haben die ja schon ein schlechteres Immunsystem, oder? Aber das heisst, du machst eigentlich hinter die ganze Impfung ein dickes Fragezeichen. Du hast ja am Anfang gesagt, oder? Jedem das Seine und nichts gegen Leute, die sich impfen lassen. Unbedingt, oder? Freie Wahl. Und dann bist du schon geschützt, oder? Aber jetzt sagst du, vielleicht bist du nicht mal geschützt, oder es richtet sogar Schaden an. Ja, das sind einfach die Fragen, die man nie geklärt hat, aus meiner Sicht. Die Impfung ist ja so schnell zugelassen, oder es ist ja so eine Notzulassung, oder? Das ist das, was ich so dermaßen kritisiere, weil vorher hat man, ich weiss nicht, wie viele Jahre, bis zu 15 Jahre gebraucht, bis so ein Impfstoff zugelassen worden ist. Und jetzt macht man das in einem Tempo, das einfach nicht verhebt. Ich bin nicht Wissenschaftler, ich habe zwar ein Medizinstudium absolviert, aber ich habe ja nie richtig in der Wissenschaft gearbeitet. Aber ich finde einfach, all die Wissenschaftler, die müssen doch jetzt so Hypothesen aufstellen und dann versuchen, die zu beweisen. Gut, das kommt ja vielleicht noch, oder? Also, ja, aber dann ist es vielleicht schon spät, oder? Was könnte passieren? Denkst du, das kann wirklich schwere Schäden anrichten? Das weiss man halt dann erst schon nach ein paar Monaten oder Jahren. Das Problem ist einfach, was für mich eine Logik könnte sein, dass die, wenn man dann auf diesen gesunden Zellen die Proteine exprimiert, also dem Immunsystem präsentiert, oder, dann ist es ja eben so, dass unser Immunsystem die körpereigenen Zellen zerstört. Und das ist das, wenn es überreagiert, das nennt man eben Autoimmunerkrankungen, oder? Also das kann ich nicht ausschliessen, dass das irgendwann die Folge wird sein. Darum finde ich das so also fraglich, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, dass wir unsere Kinder impfen. Weil die haben natürlich noch viel längere Lebenserwartung. Also die werden irgendwann in das, die Langzeitfolgen reinkommen, oder? Es gibt da den berühmten Professor von St. Gallen, wie heisst er schon wieder? Wo jetzt zurückgetreten ist, nicht wer Nazza, irgendetwas in dieser Richtung. Also gut, auf jeden Fall sagt er genau etwas Ähnliches. Wenn man Kind impfen, hat man auch das Problem, dass denen ihr Immunsystem sich am entwickeln ist. Ja. Und ergo eigentlich gestärkt werden muss oder gestärkt wird durch Krankheiten, die man durchlebt. Oder ist das auch deine Meinung, dass das eigentlich sehr zentral ist für die Entwicklung vom Immunsystem? Absolut, ja. Wenn man natürlich, da können wir zum Beispiel Gelbfieberimpfung, oder? Das ist ja in Afrika und Amerika, Südamerika ist die Krankheit weit verbreitet. Und wenn wir dort hergehen und unser Körper nie Kontakt mit diesen Viren, dann ist das natürlich für uns lebensgefährlich, weil unser Immunsystem kennt die Viren nicht, oder? Und dann, bis wir da wirklich einen Schutz aufbauen haben, sterben wir wahrscheinlich vorher. Und das ist ja der Vorteil an den Coronaviren. Coronaviren hat es schon immer gegeben, die wird es immer geben. Und es ist ja SARS-CoV-2 ist ja sehr nahe verwandt mit den SARS- und MERS-Viren, die man da schon kennt. Also nur schon das muss doch jedem Wissenschaftler klar sein, dass das nicht ein neuartiges Virus ist, sondern eines, wo unser Körper schon lange damit kämpft, oder? Und darum auch immun ist. Und Kinder, die ja nicht erkranken, also die logischste Erklärung, warum sie nicht erkranken, ist, weil ihr Immunsystem intakt ist, oder? Dann muss man es doch nicht impfen, das ist ja so absurd. Jetzt sind wir bei dem Punkt von der Absurdität. Also das ist jetzt eigentlich das Kernstück von der ganzen Debatte, oder? Irgendwie kommt man, egal in welchem Lager das man ist, pro Impfen, gegen Impfen, was auch immer, ist man immer irgendwie wieder ein bisschen am Berg, oder? Mit all diesen Massnahmen. Mhm. Zum Beispiel die neuesten Massnahmen. Oder? Also jetzt irgendwie sind die Ungeimpften nicht zugelassen in den Restaurant. Die Zahlen sind aber schon oben runtergekommen, bevor man überhaupt das Restaurant zugemacht hat für die. Es passt alles nicht zusammen. Das, was du vorher gesagt hast mit den Gratis-Tests, oder? Wo ja, wenn das so gefährlich wäre, muss der Staat das gratis anbieten. Er ist ja verantwortlich im weitesten Sinne für die Gesundheit der Menschen oder möchte, dass alle gesund sind. Also, was steckt denn hinter all diesen
Puzzlesteine, die nicht zusammenpassen. Was ist da deine Meinung? Ja, das ist genau die Frage, die mich jeden Tag fast wahnsinnig werden lässt. Warum das alles, oder? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir aufhören, gerade mit diesen PCR-Tests, können wir gerne auch noch darüber reden. Das ist also ein bisschen der Ursprung von allem Übel, wenn wir nicht testen würden. Bin ich überzeugt, hätten wir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber hätten wir kein Problem, weil so erkennt man ja erst die Coronaviren und so gesehen, ich meine, das könnte man mit jeder Grippe auch machen, oder? Dann würde man auch sehen, dass die vermehrt auftreten in den Wintermonaten. Dann könnte man ja dort auch anfangen, Amok laufen und alles runterfahren und zum Risikopatienten schützen. Also, es geht nicht. Also du stellst die Frage, aber sie macht dich wahnsinnig, weil du keine Antwort findest. Oder hast du einen Verdacht und nicht willst du aussprechen? Nein, ich frage mich einfach, warum plagt man Leute, die bewiesenermaßen Corona nicht lebensgefährlich ist, wo die meisten wahrscheinlich einfach eine Grippe durchmachen, wenn überhaupt. Warum man das jetzt mit dieser Impfung plagt, das verstehe ich wirklich nicht. Oder wie vorher gesagt, mit den Antikörpern, warum tut man jetzt erst Antikörper nachweisen im Blut, oder? Du hast aber schon auch mitbekommen, oder Madrid zum Beispiel, das ist jetzt etwas, was mir ein bisschen näher liegt, wegen Familie. Dort hat es dann also im März 2020 ziemlich tragische Situationen gegeben. Also die Stadt ausgestorben, alles dicht gemacht und Konferenzzentren und Eishallen umfunktioniert in Leichenhallen. Also das ist etwas, das denen total unter die Haut gegangen ist. Darum können auch alle impfen. In Spanien hast du überhaupt keine Impfdebatte. Das machen alle automatisch. Aber es ist freiwillig. Lustigerweise dort null Druck. Mhm. Aber das hat auch damit zu tun, dass niemand Zweifel hat, dass das Richtige ist. Also bist du jemand, der sagt, ja, das war auch nicht so schlimm gewesen, wahrscheinlich Madrid? Oder wie ist denn da deine Wahrnehmung? Also da komme ich immer wieder gerne auf das Thema, was ist Wahrheit, oder? Ich meine, ich bin ja das nicht überprüfen, ob das in Madrid wirklich so war. Da sehe ich einfach, was die Journalisten in den Mainstream-Medien da publizieren. Und klar, da schaut man schon zuerst, stimmt das wirklich? Und ich habe es jetzt mehr verfolgt, in Italien mit diesen türmte Särge, wo man da mal in der Zeitung gesehen hat, oder? Und dann später ist das aufgeklärt worden. Das Problem ist ja da gewesen, dass man die Corona-Toten nicht dürfen erdbestatten, sondern hat's müssen kremieren. Und Italien, wo ein katholisches Land ist, das tut eigentlich nicht per se kremieren. Und dann sind halt die Krematorien an Kapazitätsgrenzen kommen. Es gibt für alles irgendeine Erklärung. Aber das mache ich natürlich eben genau zu der Person, die man angreifen kann. Oder? Ja, das logisch, erlebst du ja auch zu Winterthur. Da hat es eine Demonstration gegeben, ja, von den sogenannten Covidioten. Da bist du auftreten und nachher ist die ganze Welle über dich hinweggegangen. Ja. Aber das ist natürlich, du lässt ja auch fast alles schon dazu ein. Du hast so eine ganz sanfte Stimme und kommst so ungefährlich über. Oder? Aber gleichzeitig sagst du ja Sachen, die sich sonst niemand getraut aussprechen. Nämlich, oder eben nur die grössten Idioten, in Anführungszeichen. Nämlich Bergamo, ja, wer weiß, vielleicht ist das ja auch nur einfach eine Mediengeschichte gewesen. Ich meine, also glaubst denn du wirklich, der Covid ist überhaupt nicht gefährlich? Ja, da muss ich jetzt voraufpassen, was ich sage. Aber also ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass es gefährlicher ist. Ich meine, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, vom Bundesamt für Statistik mal die Zahlen rauszulassen, von der letzten bis im 2015 zurück. Ich habe mal geschaut, haben wir wirklich eine Übersterblichkeit? Per se, wir haben keine Übersterblichkeit. Bei den Alten haben wir natürlich eine. Gut, ja, aber einfach auf die Gesamtbevölkerung gut gerechnet haben wir im 2015 und 2017 haben wir, nur schon in der absoluten Zahl, im 2017 haben wir mehr Tote gehabt, wie jetzt im 20, oder? Und wenn man es dann auch rechnet auf die Gesamtbevölkerung, die ja jährlich um 60.000 bis 80.000 Leute steigt, dann haben wir keine Übersterblichkeit über die Gesamtbevölkerung. Und ja, alte Leute, aber das ist das, was mich eben auch ein bisschen stört. Es ist, vor Corona haben alte Leute noch dürfen sterben, in Ruhe und in Frieden und im Beisein von ihren Angehörigen. Und das verwehrt man ihnen jetzt plötzlich, oder? Und was ich auch seltsam finde, ist der Lockdown. Ich habe dann auch noch geschaut, jetzt mit diesen Sterbezahlen, wenn der Lockdown eingeführt worden ist, oder? Der Lockdown ist erst eingeführt worden, nachdem die Zahlen schon wieder beziehungsweise es sind eigentlich mehr Leute gestorben vor dem Lockdown. Nein, jetzt sage ich es genau falsch. Während dem Lockdown sind dann mehr Leute gestorben, genau so ist es. Es sind mehr Leute gestorben als vor dem Lockdown. Da muss man sich ja schon fragen, warum dann während dem Lockdown alle Leute gestorben sind, oder? Da sehe ich ja nicht, das ist ja nicht aufgeschlüsselt nach Corona oder Suizid oder Vereinsamung. Also das sind all die Sachen, die mich eben elenden. Also Lockdown hat einem offenbar auch nicht ganz gut getan. Nein, wirklich okay, nicht. Gut. Ziehst das einfach durch. Ja. Okay. In der Hoffnung,
dass irgendwie der Wahnsinn, so wie du siehst, im Januar dann ein Ende findet. Oder schon vorher mit dem November. Okay. Jawohl. Aber du selber erlebst schon Verrückzüge in dem Winterthur, in deiner Partei, der SVP, hat es einen Stellvertreter gegeben von dir, der hat dir geholfen in deinem Wahlkampf und der hat jetzt da unter nicht abgesagt wüster Leiden, aber doch mit einem Twitter hat er quasi den Battle hingeschmissen. Was ist da passiert? Ja, das tut mir heute noch leid, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist doch sehr, sehr ein guter Kollege, Freund gewesen von mir und er hat mich auch immer unterstützt. Ich bin ja da an dieser Kundgebung der Schweiz bin ich ja gewesen, im Januar. Dort hat er mich auch noch meine Rede auch noch gegengelesen und so und tipptopp. Und ja, ich weiss ehrlich gesagt nicht, was schlussendlich das Fass zum Überlaufen. Also das heisst eigentlich, er hat nie zu erkennen gegeben, dass er findet, du gehst zu weit oder bist auf dem falschen Dampfer. Das hat so ein Zerwürfnis gegeben. Klar haben wir immer mal wieder Diskussionen gehabt, wie man das mit allen hat, über so gewisse Corona-Fragen. Aber für mich ist er ein hochintelligenter Mensch, der nicht einfach alles glaubt, sondern wirklich auch nachforschen, was da erzählt wird, ob das Hände und Füße hat. Darum, ja, ich verstehe es selber auch nicht ganz. Ist es dann so echt, wenn jemand dann geimpft ist, dann verändert sich das Weltbild? Das würde ich so nicht unterschreiben, nein. Aber es gibt halt auch verschiedene Gründe, warum man sich impfen lässt. Oder die einen Leute die haben wirklich Angst und das ist ihre letzte Hoffnung, die Impfung, dann wird alles wieder normal. Andere machen es eben, weil sie jetzt einfach einen gewissen Druck verspüren, aber sie gehen sehr widerwillig. Es kommt ein bisschen darauf an, denke ich. Aber weißt du, das vielleicht jemand, der durchaus kritisch war und gesagt hat, nein, das finde ich schon gut, was da die Maria Wegelin sagt und wir gehen da miteinander zusammen und argumentieren, dass dann nachher sich plötzlich die Lust auch zu kämpfen, zu argumentieren und so weiter für die Freiheit, wie du nennst, oder? Also ein riesengroßes Gut, das finden wir sicher alle, oder? Die Frage ist, wie man sie definiert, die Freiheit, dass dann nachher plötzlich still wird und gar nicht mehr darüber diskutieren. Weißt du, wie so eine Sättigung? Ich habe keine Lust mehr, lass mich in Ruhe. Also das geht mir eigentlich auch so, weil mit diesen Leuten würde ich schon nicht mehr diskutieren, weil es einfach sehr gehässig wird. Immer sehr auf Konfrontation, man kann gar nicht mehr sachlich reden. Und dann ist mir halt auch schon an den Kopf gerührt worden, ja, du bist ja eh noch Tierärztin und so. Ja, das mag sein, aber wegen dem haben wir nicht eine schlechtere Ausbildung wie die Humanmedizin. Im Gegenteil, wir haben ja da verschiedene Tierarten, die wir können. Ja, es ist einfach dann nur noch so, es wird dann sehr schnell persönlich, oder? Und das ist ja das, was allgemein ein Problem ist, dass man auch die andere Meinung nicht mehr zulässt, oder? Das ist, es wird mir gerade ins Abseits gestellt und ja, du bist ja eh ein Covidiot und ein Corona-Lügner und ein Verschwörungstheoretiker. Und das behaupte ich von mir, bin ich wirklich nicht. Ich habe da Fakten, ich habe auch Studien gelesen zu allem Möglichen und ich habe mir mein eigenes Bild gemacht und ich bin sehr froh, dass ich das Medizinstudium, damit ich das auch wirklich verifizieren kann. Aber jetzt bist du schon auch ein Radikalinski geworden, weil du sagst, du redest gar nicht mehr mit denen, die so ja, dich also natürlich angreifen. Nicht per se mit allen. Wenn jemand immer noch mit mir will, sachlich, fachlich diskutieren sofort, aber wenn es dann wirklich anfängt, persönlich werden, dann finde ich es schon auch nicht mehr lustig. Ich habe auch ganz viele Mails und Zeug bekommen, die ich niemandem wünsche. Also, da frage ich mich, warum kann man nicht mehr die andere Meinung zulassen? Meinst du, das wird nachlassen? Werden wir aus dem Verhältnis, wo wir so aufeinander losgehen, das ist natürlich dann immer nur für dich die Minderheit, aber sie ist lautstark auf beiden Seiten, oder? Wo sich da auf den Grund geben und wo du direkt spürst, oder? Bei einem Auftritt in Winterthur, bei anderen Gelegenheiten. Meinst du, wir kommen wieder aus dem Fieber raus? Ich wünsche uns das allen wirklich, weil das ist, ich habe im Radio gehört, letztens, dass 40% von allen Freundschaften zu Grund gegangen sind wegen Corona und das beelendet mich richtig, weil es sind ja zum Teil wirklich, wie bei mir, gute Freundschaften gewesen, oder? Warum muss es dann so enden? Und da gebe ich wirklich direkt dem Bundesrat die Schuld. Man muss sowohl die, die kritisch sind, die Impfung gegenüber, aber auch die, die für die Impfung sind, man muss so ein Mittelmaß finden, dass man alle vertritt und nicht das, was der Bundesrat jetzt macht. Der tut jetzt einfach impfen, testen und der ist ja auch nicht mehr, wie soll ich sagen, Er tut jetzt eigentlich auch eine Gruppe bevorzugen, oder? Das ist die Spaltung, die ist ja wegen dem, oder? Danke vielmals, Maria. Sehr gerne.